Der ewige Ocker und der noch unschlüssige Armin waren am Samstag die Top-Themen der Eintracht-Fans beim Benefizspiel in Oberrat. Oka Nikolov ersetzte nicht nur in der Partie beim Verbandsligisten seinen verletzten Kollegen Kevin Trapp, er wird auch am Ostersonntag im Bundesligaspiel in Fürth das Eintracht-Tor hüten, gut 7 Monate nach seinem letzten Pflichtspieleinsatz. Trainer Armin Fee ist noch bis Dienstag im Kurzurlaub, dann wird er den Eintracht-Verantwortlichen mitteilen, ob er seinen Vertrag verlängert. Ich glaube, er wird bleiben, weil also was er mit Eintracht geschafft hat, das war schon eine große Leistung und es wäre auch schade für den Verein, wenn er ihn jetzt verlassen würde. Er ist jetzt übers Wochenende noch kurz weg und seine Überlegungen, was er noch anstellt, also ich bitte darum und habe die Hoffnung, er soll hier bleiben. Ja, okay. Nikolaus, der ist ja auch ein Ticken älter. Der Kevin Trapp, der wurde ja auch als bester Torwart dieser Saison entschieden. Und ich weiß nicht, er ist bei meiner Mutter im Krankenhaus, der Kevin Trapp. Ich habe auch Autogrammkarten bekommen. Also ich finde, ich glaube nicht, dass er es genauso gut schaffen kann wie der Kevin Trapp. Die Eintracht gewann beim Tabellenachten der Verbandsliga Süd mit 5:1. Co-Trainer Rainer Geier setzte vor 1200 Zuschauern insgesamt nur 12 Spieler ein. Nach 13 Minuten erzielte Siljan Lakic auf Vorarbeit von Marco Rust das 1:0. 4 Minuten später war Karim Matmur erfolgreich. Erneut Lakic stellte nach einer knappen halben Stunde mit einem vermandelten Handelfmeter den 3:0 Halbzeitstand her. In der Pause machte sich Sportdirektor Bruno Hübner noch einmal Gedanken zur Trainerfrage. Ja, das haben wir ja immer gesagt, die Zusammenarbeit macht Spaß, das ist ein erfolgreicher Trainer und wir werden alles Mögliche machen, dass er bei uns bleibt. Ja, insgesamt haben alle Beteiligten gesagt, dass der Weg sinnvoll ist, unabhängig vom Trainer, dass wir wirklich diese gute Mannschaft weiter verstärken, auch in der Breite, um die Ziele und die Erwartungshaltung auch für nächstes Jahr zu erfüllen. Gleich nach der Pause jubeln die Oberrader Spieler über ihren Ehrentreffer zum 1:3 durch Michele Moschelli. Es dauerte bis zur Schlussphase, ehe die Eintracht noch 2 weitere Tore nachlegte. Siljan Lakic mit seinem 3. und schönsten Treffer des Tages und der eingewechselte Sonny Kittel stellten den 5:1 Endstand her. Bei mir steht die Mutter von Alexander Milaschinovic. Zwar ein Testspiel, aber Bundesliga ist Bundesliga. Das ist was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Anspannung und freue mich drauf. Natürlich ist es erstmal eine traurige Situation, so wie es zustande gekommen ist, aber man freut sich immer auf Spielen, keine Frage. Okay, so erfahren. Ich denke, jetzt hat er nochmal Highlights. Schalke, Bayern München, alles zu Hause. Also Besseres geht ja gar nicht. Ich glaube, da braucht man nicht großartig sich zu motivieren. Und Ocker, der hat alles schon erlebt und hat die Ruhe. Also ich mache mir da weniger Gedanken. Jetzt konzentrieren wir uns aufs Wesentliche und fokussieren uns aufs Spiel gegen Fürth.